Motala wird die Hauptstadt des Götakanals genannt, denn hier war der Sitz der Kanalgesellschaft, wo auch 1810 der erste Spatenstich gesetzt wurde. Und hier gibt es nicht nur nette Restaurants und Cafés, sondern auch ein sehr spaßiges Museum, das Motala Motor Museum. Passend dazu gibt's den Hit von Siv Malmkvist auf die Ohren. In Deutschland 1964 Nummer 1. Ja klar, Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, oh. Guck mal hier, und ein alter Wohnwagen. Und was hatte man damals schon? Speisekammer? Nein, ein Badschrank. Ja, hier mit allem drum und dran. Waschlappen, Handtücher, Badezimmer. Und der Nachttopf durfte auch nicht fehlen. Ist nicht dein Ernst? Ja. Das gibt's ja. Das hätte man damals. Das waren aber 50er, 60er Jahre. Also als es so angefangen hat, über die Alpen nach Italien. Genau. Großartig. Wie früher. Ach, guck mal hier. Das alte Moped vom König. Karl Gustav, damit ist er im Schloss rumgefahren in Stockholm. Ist das ein echt? Ist das echt oder ist das so ein Modell gewesen? Guck mal, der Puch. Gab es früher bei uns auch. Ist das Karl Gustav als Jugendlicher? Das ist Karl Gustav, als er jünger war. Und der hatte diesen Roller? Ja, genau. Finde ich toll, dass er das hier ausstellt, ja, sozusagen.